Leihmutterschaft meint das Austragen eines Kindes für Dritte. In England beispielsweise fällt unter Altruismus auch noch eine Aufwandsentschädigung von bis zu 60.000 Pfund. Und der Duden, der definiert altruistisch als selbstlos, als uneigennützig und als aufopfernd. Als Synonym wird auch aus reiner Menschenliebe angegeben. Altruistisch zu handeln, das bezieht sich bislang nur auf die Leihmutter. Alle anderen, die es dafür braucht, um über eine Leihmutter ein Kind zu zeugen, also Ärztinnen und Ärzte, Kliniken oder auch Agenturen, alle anderen dürfen egoistisch handeln, sie dürfen damit Geld verdienen und sich daran bereichern. Hallo ihr Lieben, ja, ihr habt gerade Sina Tonk gesehen, die hat die Einleitung zur Podiumsdiskussion zum Thema Leihmutterschaft gehalten und was sie hier sagt, ist für mich auch sehr wichtig gewesen, denn das war auch eigentlich ein Argument von uns als Verein, dass irgendwie ja alle daran irgendwie verdienen dürfen, nur natürlich die Frau wieder mal nicht und dann ist es altruistisch und alles ist schick, aber so ist es ja nicht. Wir haben bei dieser Podiumsdiskussion die verschiedenen Aspekte der Leihmutterschaft beleuchtet und ich konnte auch meinen Teil aus Kindersicht sozusagen beitragen. Ich war dort als Expertin eingeladen und ich habe mich sehr über diese Gelegenheit gefreut. Deswegen wollte ich mit euch jetzt mal meine Beiträge zu dem Thema durchgehen und auch noch mal so ein bisschen erläutern, was ich damit gemeint habe. Den ganzen Zusammenschnitt könnt ihr hier auch sehen, den verlinke ich euch natürlich. Es ist allerdings leider nicht alles aufgenommen worden, was an dem Abend besprochen wurde. Am Ende der Moderation wurden ja dann auch noch Fragen aus dem Publikum gestellt und dergleichen. Das ist leider alles nicht auf Band. Also die ganze Veranstaltung ging ja wesentlich länger als das Video. Aber das, was noch zu retten war, da gab es wohl auch irgendwelche technischen Probleme, das könnt ihr, wie gesagt, dann hier sehen. Ja, gleich zu Anfang wurde die Frage gestellt, ob es ein Recht auf ein Kind gibt. Die Frage finde ich irgendwie immer ein bisschen absurd, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt, so etwas zu fragen, weil man kann ja nicht ein Anrecht auf eine Person haben. Also es ist ja ein Mensch und ja, dementsprechend habe ich auch reagiert. Also wenn es das geben sollte, frage ich mich, wo steht das? Also es gibt natürlich kein Recht auf ein Kind. Also das wäre irgendwie, ja, Kinder kommen oder sie kommen halt nicht. Und wenn man jetzt keine Kinder bekommen kann, gibt es natürlich medizinische Möglichkeiten, das irgendwie zu umgehen. Aber das heißt noch lange nicht, dass man Recht darauf hat. Also, ja. Hier finde ich auch den Einwand von der Frau Sigrid Graumann total super noch als Ergänzung. Deswegen habe ich das auch nochmal mit drin gelassen. Elternschaft bedeutet, in der Beziehung einzugehen. Und auf der Beziehung gibt es erstmal keinen Anspruch oder keinen Rechtsanspruch. Bestimmte Minderheiten in Gesellschaften werden versucht, vom Kinderbekommen auszuschließen. Das ist eigentlich damit gemeint. Sie geht hier nochmal auf eine Frage ein, woher überhaupt dieser Spruch kommt, ein Recht auf ein Kind. Und das ging wohl darum, dass auch behinderte Menschen oder auch die queere Community, dass die sozusagen dafür gekämpft haben, dass sie halt auch Adoptionsrechte bekommen oder halt auch Kinderwunschbehandlungen bezahlt bekommen von den Krankenkassen und solche Sachen. Und da ging es so ein bisschen darum, dass alle Menschen im Prinzip gleich behandelt werden sollen und jeder die gleichen Rechte hat sozusagen auf Familie oder Familiengründung. Und das war hier eigentlich gemeint mit dem, gibt es ein, also wir haben ja ein Recht auf ein Kind sozusagen. In dem Sinne kann ich auch nachvollziehen, wie es gemeint ist, aber so generell, also auch ein ganz normales heterosexuelles Paar, das verheiratet ist, hat ja deswegen noch lange kein Recht in dem Sinne auf ein Kind. Ja, also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja, als nächstes kam die Frage auf, wo denn die Wunscheltern so sitzen, also wo die quasi räumlich verortet sind, wurde ich irgendwie gefragt. Die Auftraggeber von Leihmüttern, dazu kann ich natürlich dann nicht so viel sagen, aber sie jetzt selbst.
Ja, also ich kenne mich jetzt natürlich eher mit den deutschen Spenderkindern aus, also nicht so sehr weltweit, obwohl wir auch viele im Verein haben, die in Österreich gezeugt wurden oder auch in Amerika gezeugt wurden. Ja, hierzu wollte ich nochmal anmerken, ich habe jetzt nur Österreich und Amerika genannt. Wir haben aber allerdings noch im Verein weitaus mehr Ländern Personen, die mit uns in Kontakt gekommen sind. Und zwar habe ich auch Personen aus den Niederlanden, aus Belgien, aus der Schweiz, aus Dänemark, aus Finnland, aus Frankreich und sogar aus Südafrika und Ecuador. Und wir haben im Verein mittlerweile auch eine Person, die durch Leihmutterschaft und Eizellenspende gezeugt wurde. Also sie hat quasi drei Mütter. So ist es auch üblich, dass man auch eine fremde Eizelle nimmt, nicht die von der, also genau. Und sonst sind wir ja natürlich eher aufgestellt zum Thema Samenspende, weil es ja halt in Deutschland noch nicht legal ist mit der Eizellenspende. Deswegen kann ich nicht so sehr sagen, wo sitzen jetzt die Wunscheltern in dem Sinne, sondern kann mich halt mehr so auf den deutschen Raum beziehen. Und da denke ich mal, gibt es halt auch so viele, die das überhaupt nicht wissen. Also Spenderkinder, die irgendwie so entstanden sind, aber davon halt. Genau, also ich meinte natürlich Helen. Ich wollte jetzt nicht ihren Namen unbedingt nennen im Rahmen dieser Podiumsdiskussion, aber das Video mit ihr kennt ihr. Wenn ihr es noch nicht kennt, ihr könnt es hier schauen. Ja, und die Moderatorin hat mich dann auch nochmal gefragt, wo denn die Problemfelder sind für Spenderkinder, und da gehe ich jetzt drauf ein. Es wird immer gesagt, wir sind ja Wunschkinder oder wir wurden ja so gewünscht, dass es halt alles möglich gemacht wurde, um uns zu bekommen. Aber zu 50% sind wir halt eben nicht gewünscht. Also das ist immer sowas, was die Leute halt komplett ausblenden, weil es gibt da einen Elternteil, der im Prinzip, also dem das im Prinzip scheißegal ist, was mit uns ist. Und das ist halt einfach kein schönes Gefühl. Je nachdem, wie gut oder wie schlecht man das wegsteckt. Aber generell ist dieser Gedanke nicht etwas, was jeder Mensch so toll findet. Als ich das gesagt habe, mit dem zu 50% sind wir eben halt nicht gewünscht, da hatte ich so das Gefühl, dass so eine Art Raunen durch das Publikum ging, weil das tatsächlich auch, glaube ich, ein Gedanke ist, den viele überhaupt nicht so auf dem Schirm haben. Weil uns wird ja immer wieder gesagt, ja, ihr wurdet doch so sehr gewünscht und eure Eltern haben alles dafür getan und so. Aber dass dieser andere Elternteil im Prinzip überhaupt keinen Wunsch nach dem Kind hatte, das vergessen halt wirklich die meisten. Und das habe ich auch an der Reaktion von dem Publikum gemerkt. Ja, mal reingezoomt. Wie sehen Sie Spenderkinder selber? Was sind da für Schmerzpunkte auch da in der Debatte? Und wie geht man auch, wie gehen Sie im Verein auch mit diesem Schmerz um? Ja, also es gibt halt zwei große Probleme für uns als Spenderkinder. Das erste Problem ist halt die Unehrlichkeit der Wunscheltern zum Teil. Also dass es halt entweder gar keine Aufklärung stattfindet oder sehr viel zu spät oder durch einen Zufall oder solche Sachen. Also dass das Urvertrauen einfach in die Eltern total missbraucht wird. Und das zweite Problem ist halt, dass dieser andere Elternteil, dieses genetische Erbgut, was wir in uns haben, dass diese Person nichts von uns weiß und auch im großen Fall nichts von uns wissen will. Und das ist halt einfach eine Verletzung, die jeder anders empfindet natürlich. Jeder geht damit anders um. Aber es gibt schon Menschen, die da große Probleme mit haben. Was wir wissen, das allerdings, das muss ich auch noch dazu sagen, alles nur durch investigativen Journalismus. Also da gibt es keine vernünftige Studie dazu. Hier finde ich den Einwand von Sigrid auch wieder total toll. Also sie ist da wirklich auf unserer Seite. Es gab ja auch vor ein paar Wochen noch eine andere Podiumsdiskussion, wo sie daran teilgenommen hat und ich im Publikum war. Und ich hatte ja auch eine kritische Frage in die Runde gestellt. Und da war sie auch die Einzige, die geantwortet hat, dass unsere Stimme tatsächlich in der ganzen Diskussion in der Öffentlichkeit leider immer wieder zu kurz kommt und dass es da definitiv ein Defizit gibt. Also sie ist da voll auf unserer Seite und das finde ich sehr schön und bin ich auch sehr dankbar für. Man muss ja auch einfach nur mal logisch darüber nachdenken. Man gibt für Monate lang das Recht auf seinen eigenen Körper ab. Und dann ging es auch nochmal um die altruistischen Gedanken dahinter, beziehungsweise die Interessen, die eine Frau haben könnte, um als Leihmutter fungieren zu wollen oder
sich da anbieten zu wollen. Und da habe ich dann auch nochmal meinen Beitrag geleistet. Also das ist einfach nur logischer Menschenverstand, dass das nicht einfach so altruistisch gemacht wird, weil man kein finanzielles Interesse daran hat. Also man gibt seine Grundrechte ab. Man darf seine eigenen Kinder, wenn man mit eigenen Kindern lebt, teilweise nicht mehr hochheben. Man darf sich die Nägel nicht lackieren oder solche Sachen. Also das sind Sachen, man gibt seine Grundrechte einfach ab für einen Zeitraum für wildfremde Menschen. Oder gut, auch wenn es die Schwester ist, aber man hat ja auch ein gewisses soziales Pflichtgefühl der Schwester dann gegenüber. Also das ist einfach, also auch aus Nicht-Sicht der Kinder, sondern trotzdem auch für die Mütter. Also. Hier habe ich zum Beispiel auch das Gefühl gehabt, dass die Moderatorin das selber gar nicht so wusste, was denn Leihmütter einfach alles machen müssen in der Zeit, beziehungsweise nicht dürfen. Weil es ist natürlich so, der Körper gehört in dem Fall so ein bisschen den Wunscheltern, weil ja deren Eigentum, also es ist ja letztendlich wirklich wie eine Ware in dem Moment, befindet sich ja im Körper der Frau. Das heißt, wenn sie irgendetwas tut, was dem Kind schaden könnte, dann wird sie ja vertragswidrig oder vertragsbrüchig, wenn sie dann ja beschädigte Ware liefert. Und manchmal ist es ja auch so, dass dann die Ware nicht angenommen wird, wenn sie beschädigt ist. Also wenn das Kind behindert zur Welt kommt, dann wird es ja auch nicht angenommen zum Beispiel. Und ja, natürlich, wenn man schwanger ist, darf man gewisse Dinge nicht tun, die nicht gut fürs Baby sind. Also zum Beispiel darf man ja auch keinen Alkohol trinken, nicht rauchen, das ist ja klar, das weiß ja jeder so. Aber es gibt halt auch Dinge, wie ich auch gesagt habe, mit dem Nägel lackieren, die sich schlecht aufs Kind auswirken können, auf die man halt jetzt nicht so im ersten Moment kommt, wenn man sich mit dem Thema Schwangerschaft auseinandersetzt, dann weiß man, dass ganz viele Dinge gar nicht mehr stattfinden dürfen oder nur eingeschränkt stattfinden dürfen und halt auch dieses schwere Heben, ne, wenn man so ein kleines Kind hat, auch wenn es nur 3 Kilo sind oder so, ist es halt auch was, was auf das Kind im Bauch sozusagen Auswirkungen haben kann. Und man darf ja zum Beispiel auch nicht unbedingt reisen, fliegen und solche Sachen. Und ja, für diese 9 Monate oder Austragezeit oder Tragezeit, wie lange es auch immer sein sollte, kann man sich dann halt nicht so benehmen, wie man es normalerweise tun würde. Und ich denke mir, gut, wenn man schwanger ist und man freut sich aufs Kind und man wünscht sich das Kind, dann macht man diese Dinge ja auch gerne. Dann verzichtet man ja vielleicht auch gerne darauf, weil man weiß, okay, das kann ja meinem Kind schaden. Aber das dann halt für wildfremde Menschen zu machen, für Geld, ist halt nochmal ein ganz anderes Thema und eine ganz andere Hausnummer, als das halt für sein eigenes Kind zu machen. Ne? Und ich persönlich finde, man ist quasi dann auch Leibeigene von diesen Wunscheltern in der Zeit. Aus Sicht der Kinder, weil die Gespräche ja meistens ohne die Kinder, auch die Spenderkinder stattfinden oder ohne die Stimmen. Vielen Dank hier nochmal von der Moderatorin für den Einwand, dass die Gespräche über diese ganzen medizinischen Herausforderungen und Möglichkeiten, dass die Gespräche meist tatsächlich ohne die Kinder stattfinden und auch leider ohne die Kinder, die schon aus solchen Situationen entstanden sind. Also natürlich, man kann man nicht das ungeborene Kind mit einbeziehen, aber es gibt ja Erfahrungswerte, es gibt ja unseren Verein zum Beispiel, an den man sich richten könnte und das findet halt auch leider überhaupt nicht statt. Wo sitzen Sie trotzdem mit am Tisch? Wo kämpfen Sie auch für Ihren Platz am Tisch? Wo es auch vielleicht eine Verbesserung der Situation gibt oder eine Verschlechterung, weil es noch immer so ist, dass es nicht stattfindet? Nehmen Sie uns da noch mal kurz mit, um ja, zu sehen, also, ob es eine Veränderung gibt. Leider habe ich da, glaube ich, die Frage nicht so richtig verstanden. Denn die Frage war ja, wie wir uns einsetzen, sozusagen mitsprechen zu dürfen. Und ich habe dann eigentlich eher darauf Und ich bin dann eher so ein bisschen darauf eingegangen, was denn die Problemfelder sind, worum wir uns kümmern, aber nicht so richtig, wie wir jetzt sozusagen uns mit an den Tisch setzen wollen. Deswegen, ja, tut es mir leid, dass ich da die Frage so ein bisschen politisch beantwortet habe. Das wurde ja auch schon gesagt, also dass wirklich dieses Weggeben kurz nach der Geburt ein wahnsinniges Trauma verursacht. Es gibt erhebliche Schäden im Urvertrauen und dieses Urvertrauen, das ist... Es war mir halt aber auch einfach total wichtig, das nochmal hervorzuheben und zu sagen, weil es einfach wirklich
glaube ich, auch ein bisschen missachtet wird, was das eigentlich in dem Kind auslöst. Was man nicht greifen kann, was man nicht richtig so beweisen kann oder so, aber es ist einfach in einem drin und das hat man noch im Erwachsenenalter, das hat man sein ganzes Leben, ob man Leuten vertraut oder nicht. Und auch die Stillzeit, also das muss man ja auch bedenken, die Stillzeit ist ja auch total wichtig für Kinder. Menschen, die nicht gestillt wurden, leiden ganz oft unter viel mehr Krankheiten, sind empfindlicher, was auch Erkältungen zum Beispiel angeht. Also ganz banale Sachen. Die Muttermilch ist einfach auch sehr wichtig. Und was ich dazu auch noch sagen wollte, wir haben im deutschen Recht teilweise mehr Regelungen für Tiere, für Tierschutz. Also bei Tierschutz wird gesagt, es gibt gewisse Rassen, die dürfen so und so viel lange nicht nach der Geburt von den Müttern getrennt werden. Kennt man aus der Jagd oder die Jägerinnen und Jäger? Also das ist das. Genau, genau. Also ja. Der Tierschutz ist da besser aufgestellt als der Schutz der Kinder. Also das finde ich schon echt bedauerlich. Ja, sie ist jetzt auf die Jagd eingegangen. Ich hatte eher daran gedacht, wenn man sich einen Welpen kaufen möchte oder ein kleines Babykätzchen oder so, dann darf man das irgendwie immer erst frühestens 3 bis 6 Wochen nach der Geburt kaufen oder zu sich nehmen. Und das finde, also da, das meinte ich eigentlich, aber in Bezug auf die Jagd ist es wahrscheinlich auch ähnlich. Also grundsätzlich ging es mir darum, ich wollte nicht kritisieren, dass der Tierschutz gut aufgestellt ist, weil der ist ja auch immer noch nicht wirklich da, wo er sein sollte. Ich finde, der Tierschutz könnte auch auf jeden Fall noch verbessert werden. Aber in bestimmten Punkten ist der Tierschutz halt da tatsächlich besser aufgestellt als der Schutz für die Kinder. Und es ist auch hier in dem Video tatsächlich das Letzte, was ich gesagt habe. Es war natürlich im Laufe des Abends nicht das Letzte, weil wir haben ja auch noch viele Fragen aus dem Publikum beantwortet. Ich habe auch noch einen Hinweis eigentlich gegeben auf meinen YouTube-Kanal. Aber wie gesagt, es gab technische Schwierigkeiten, es mussten ein paar Sachen geschnitten werden. Und ja, deswegen wurde das eigentlich gar nicht so richtig erwähnt, auch mit dem Kanal. Ich hatte es auch ein bisschen vermisst, ehrlich gesagt, in der Anmoderation, weil eigentlich sollte es auch so ein bisschen in meinem Titel sein, also in meiner Bauchbinde sein oder auch in der Anmoderation genannt werden, weil ich ja nicht nur stellvertretende Vorsitzende im Verein bin, sondern ich ja auch den YouTube-Kanal gegründet habe und es ist ja auch wirklich YouTube-mäßig die erste und einzige Anlaufstelle für Spenderkinder, die es gibt in Deutschland. Ja, das fand ich ein bisschen schade, dass das so untergegangen ist, aber grundsätzlich bin ich sehr dankbar für diese Gelegenheit und es war ein schöner Abend, ein interessanter Austausch und ich bin gerne bereit, weiterhin auch als Experte bei solchen Gelegenheiten teilzunehmen. Ich würde auch mal einen Vortrag halten oder sowas. Also ich bin auch ein bisschen stolz darauf, ehrlich gesagt. Ich fand das wirklich einen gelungenen Abend. Und auch der private Austausch danach noch war sehr nett. Und ich bedanke mich bei Tete Femme für diese Gelegenheit. Und vielleicht seht ihr mich ja demnächst öfter mal in solchen Diskussionen. Also, guckt euch gerne noch den ganzen Zusammenschnitt an. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann und bleibt dran.